Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich habe den Mike wieder dabei und dieses Mal stellen wir euch unsere günstigsten, teuersten und ja, besten Sachen eigentlich mal vor. Ja, es geht so ein bisschen ums Thema Show Me My Gear. Zu dieser Challenge 2021 hat ja irgendein Outdoorer mal aufgerufen, hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt in der Szene. Ich bin drüber gestolpert bei Ein Topf im Wald. Evelyn, schönen Dank dafür. Ich habe gedacht, das könnten wir mal machen, weil Pete und ich uns ja grundlegend entscheiden. Ich ja so der Low-Budget-Outdoorer, könnte man sagen. Low. Oder mehr so der Clamping, so ein bisschen Outdoor und Camping. Das ist schon Klempner, sagst du. Und im Gegensatz zu Pete, ja, der etwas andere Outdoorer. Der Deluxe-Camper. Ja, tatsächlich, das ist sehr Deluxe. Deluxe. Oh, ich dachte schon hier, okay. Gut. Ich fange mal an, oder? Ja, darf ich mal anfangen als Gast so? Na, mach. Mein ältester Gegenstand wurde gefragt in dieser Challenge. Und das ist tatsächlich, bei mir ging es ja los damals eigentlich mit der Pfadfinderei. Und dieses Takelmesser im Outdoor-Bereich begleitet mich immer. Ja, ich weiß, es ist nicht 42A-konform. Es ist dann im Rucksack drin und verschlossen, wie es sich gehört. Aber es ist mein ältester Gegenstand und er kommt nach wie vor noch mit. Wie lange hast du es? Jahre gesehen, so? Mittlerweile, oh Gott, dann wissen fast alle, wie alt ich bin. Glaube ich nicht. Es ist 33 Jahre locker schon alt. Oh, da kann ich gar nicht mithalten. Genau, also ja, bös alt. Wie man unschwer erkennen kann, hier unten war es nicht mal ganz so. Eigentlich war es ein bisschen eher gerader. Es ist halt, ne, extrem oft schon nachgeschliffen worden. Und für Schnitzen, Küchenarbeiten in der Pfadfinderei wurde es ja benutzt. Und ich habe es für alles Mögliche immer noch mit. Vollstahl. Ich habe auch schon mal ganz leicht mit Bartoniert. Allerdings nur kleine Sachen. Ich traue mich halt nicht. Es soll ja auch heile bleiben. Das ist so ein Gegenstand, den muss man lieb haben und treu behandeln. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Küchenmesser. Auch. Also eigentlich kommt es aus der Seefahrt. Deswegen heißt es Takelmesser. Es gibt auch noch Taschen, die haben Splice-Dorn drauf. Die Ledertasche ist leider nicht ganz so alt wie das Messer. Hm. Und da sind die Männer früher an Bord in der Seefahrt mit in die Takelage hochgegangen. Und wenn die dann die Segel aufgemacht haben und dergleichen, brauchten die immer ein Messer mit. Okay. Und daher kommt dieses Takelmesser. Ein ganz, eine einfache durchgehende Klinge, Holzgriff, drei Nieten durch, davon eine Hohlniete, damit nochmal ein Benzel durch kann. Hohlniete. Und dann kannst du ja immer wieder arbeiten. Ist das nicht scharf, weil, ja, aber ich kann ja mit ich weiß es ja. Und da kamen auch die Piraten mit dem Messer im Mund, ne? Ja. Das geht ja. Ja, guck mal, ist gar nicht so schwer. Das Piet. Ja, da kann ich gar nicht so mithalten. Dein ältester Gegenstand? Kann ich gar nicht so mithalten mit dem Alter. Seitdem ich eigentlich angefangen habe mit dem Survival, Prepping und so damals, habe ich mir ein Messer geholt, wo ich gesagt habe, das soll nicht jeder haben. Also es soll kein populäres Messer sein. So, und dann habe ich mir hier so ein Messer ausgewählt, was taktisch auch noch klug ist. Ne? Ist so beschichtet, es glänzt nicht sehr doll. Voll stabil, weil das ist alles so aus Metall. Also im Winter sehr kalt. ja, so ein richtiges, wie soll ich das sagen, stabiles Messer. Sehr robust. Kann nicht kaputt gehen. Ja, komplett stabil aus Metall und hat auch hier so eine Fischgrätenform. Fand ich damals nicht so gut, ne, weil Angler war ich noch nicht. Aber jetzt stört mich das nicht mehr. Auf jeden Fall seit ungefähr, lass mich lügen, 10 Jahren habe ich das erst. Ja, da fing ich auch erst an, so vor 10 Jahren. Ja, siehst du? Ja, und seitdem hat sich das gehalten. Ab und zu habe ich das mal mit, weil wenn das in der Tasche ist, ne, das hat auch hier ein ganz flaches Design. Da gab es noch nicht diese modernen Plastikschalen. Und hinten habe ich dann mal so eine Handtasche sag ich schon, eine kleine Tasche rangenäht vom Fahrradbereich, wo man eigentlich so ein Multitool drin hat. Und da habe ich dann halt diese Tampons drin zum Feuer machen. Und dann hatte ich hier nochmal so einen Zündstall drin, aber der ist mir verloren gegangen. Und dann hatte ich immer alles am Messer dran, Messer, Zündstall. Und ja, habe es immer noch, hält immer noch und rostet nicht. Ja, hat was. Dann wurde in der Challenge gefragt nach dem neuesten Gegenstand. Da bin ich dann beim Clamping, Kochen und Camping. Was ist Clamping? Die Mischung aus Buschkraft und Camping. Okay. Manchmal ist es ja so, wie es ist. Ich habe tatsächlich für 2 Personen nochmal einen Topf gesucht. Mit Deckel, Griff zum Klappen, da ist dann noch so ein bisschen, also ne, Griff schön klappbar,
ganz klasse. Edelstahl, logischerweise. Deckel mit bei, auch zum Abgießen. So siebtechnisch fand ich ganz nett. Ja, Familie wird größer. Manche Sachen kann man weiterverwenden. Zwei Näpfchen sind auch noch drin. 1,6 Liter, passen ganz gut rein. Und tatsächlich ist der neueste und aber auch der günstigste, weil ich laufe hier mal rum und gucke. Und wenn irgendwas reduziert ist und rumsteht und nicht original verpackt ist, ich kann den Preis ja mal einblenden. Das war dann tatsächlich ein Schnäppchen 1,50. Und dieses Schnäppchen habe ich auch einem guten Kollegen zu verdanken. Der wusste, ich suche noch mal einen Topf für unterwegs, aber für 2 bis 3 Leute. Und der kam damit an und sagte, hier Mike, ich habe was für dich. Deswegen ist es mein neuester Gegenstand. Was ist denn dein neuester Gegenstand? Ja, ich bin umgestiegen auf, wie sagt man immer, auf kleines Packmaß. Ne? Ich habe ja demnächst meine große Tour vor mir und wenn die Wasserflasche leer ist, hier, dann kann man sie zusammenrollen. Also so eine Plastikwasserflasche. Und das Gute dabei ist, da die Marke ja, Nalgene. Da die Marke ja von Nalgene ist und ich hier so einen Filter habe, der ideal oben rauf passt, wegen der Größe, extra dafür gemacht, muss ich sagen, bin ich echt zufrieden damit. Damit kann ich dann halt überall am Fluss, ne, Filter rauf und mir mein Wasser abzapfen. Und wenn leer ist, dann zusammenrollen, ab in die Hosentasche oder halt platzsparend im Rucksack irgendwo anders verstauen. Und das fand ich so cool, weil diese harten Plastik-Wasserflaschen, die man immer dabei hat, wenn die leer sind, dann nehmen sie ja trotzdem den Volumen im Rucksack. Richtig. Und das stört irgendwie, wenn man dann doch ein bisschen mehr Sachen dabei hat. Ja. Deswegen bin ich so umgestiegen, habe davon 2 mal geholt und ja, bin ich mal gespannt, wie lange ich damit auskomme. Ja. Dann wurde gefragt nach dem günstigsten Gegenstand im Outdoor-Bereich. Und da habe ich lange zu Hause nachgucken müssen, aber es ist nicht der Brenner, den ihr alle kennt. Jetzt schmeiß weg. Sondern damit die Töpfe drauf passen, das Topfkreuz. Und ich habe mal nachgeguckt, was habe ich denn damals bezahlt vor unendlich langer Zeit. Und tatsächlich, das Topfkreuz für den Brenner hat 1 € gekostet. Ich möchte ihn auch nicht mehr missen, weil er auf viele Sachen passt, wenn die Töpfe steht vernünftig. Ich hoffe, man kann das einigermaßen schick sehen. Das hat's auch noch. Da ist sonst auch noch, genau. Passen die Töpfe drauf. Ich finde es super. Wie gesagt, mein günstigster Outdoor-Gegenstand, der hat 1 € gekostet. Mein Topfkreuz oder Topfständer oder wie auch immer die Dinger heißen. Ja. Ja. Piet, dein günstigstes? Muss ich das sagen? Ja. Weil ich bin mir jetzt nicht so sicher, ne, ob das andere auch gleich hält mit dem Preis. Ich habe auf jeden Fall, da wir in Norddeutschland ja sind, Wind ist ja allgegenwärtig. Habe ich hier einmal so einen Windschutz. Den Preis weiß ich jetzt allerdings nicht so genau. Aber das liegt ungefähr um die 15 €. So, und das ist mein günstigster Gegenstand, den ich so mitführe. Es ist leicht und ja, ihr habt schon gesehen, das ist schwarz. Ich habe es lackiert. Normalerweise sind die ganzen Farben ja immer so leuchtend oder bunt oder glänzend. Silberfarben, genau. Das meine ich eigentlich. Reflektiert damit. Schön. Reflektierend. Und das die ist Sonne. Natürlich doof, wenn man taktisch irgendwo im Wald mal schnell kurz was kochen möchte. Ne? Also ist das nicht nur ein Windschutz, sondern im Grunde genommen auch ein Sichtschutz, falls man was Kleines kochen möchte. Ja, das ist mein günstigster Gegenstand und einer meiner leichtesten und coolsten, also stabilsten, wollte ich sagen, aber irgendwie cool. Ja, hat was, ne? Ja, habe ich sogar aus einem Video von jemandem, wo ich fragte, gibt es die Dinger auch in Schwarz zu kaufen? Und er meinte so, nur habe ich lackiert. Oh, und dachte ich, oh cool, Windschutz kann man gebrauchen. Wenn man zum Beispiel am Strand ist oder so, das ist ja immer windig. Ja, auf jeden Fall. Wenn man da mal ein Video drehen will, dann sollte man das nicht missen. Eigentlich auch eine schöne Sache, dann wird es meiner Frau nicht immer blenden. Ich sitze ja meistens so, dass die Sonne von hinten kommt, das ist immer super, beziehungsweise andersrum und dann blendet das ja immer. Ja, und wenn man dann noch ein Notsignal in Survival-Situationen geben will, ne, einfach nur aufbauen mit Sand oder so, dann glänzt es wieder und dann kannst du es auch für SOS oder so verwenden. Ach, nimm die Rettungsdecke. Die habe ich doch nicht dabei. Was, hast du nicht? Haben wir immer dabei. Dann wurde gefragt nach dem liebsten Gegenstand im Survival und da tue ich mich echt schwer mit, weil eigentlich bin ich dann heute sehr messerlastig, aber ich nehme mal ein anderes Gadget, haben viele schon gezeigt, aber hat sich auch durchgesetzt, das Feuerblasrohr, denn wenn man entspannt vorm Lagerfeuer sitzt und man möchte die Glut anfachen, ach so.
um dann vernünftig Sauerstoff in die Flamme reinzubringen, ohne sich hinzuknien, zu machen und zu tun. Das Feuerblasrohr. Piep. Ja, ich hatte nur komische Gedanken mit hinknien und das Wort mit B. Es heißt Feuerblasrohr. Ich kann da nichts für. Ich meine nur. Ich finde tatsächlich im Moment so zur Gemütlichkeit bei vielen Sachen. Zu Hause beim Grill übrigens auch sehr nützlich, absolut, weil man wirklich punktuell gut den Sauerstoff an die Glut bringt, das zum Anfachen. Ich finde zurzeit tatsächlich mein Lieblingsgadget, was ich dabei habe. Aber so Pfeile rausschießen kannst du nicht damit, oder? Nein. Oder hier so eine Kugeln, also. Nee, das verheddert sich, das wird ja nach vorne dünner. Aber du kannst doch da reinpusten und da rausschießen. In der Schule zum Beispiel, wenn du dann. Ja, aber du hast ja einen riesen Druckverlust, wenn es größer wird. Ja, okay. Also rein theoretisch, wenn du vorne was Kleines reinmachst. Ich kann ja nachher mal Taschentücher. Nein, lassen wir. Dann immer gegen die Wand. Wir produzieren auch Outtakes am laufenden Band. Nein, aber tatsächlich, so liebster Gegenstand im Moment dabei für Lagerfeuer und Co. Das Feuerblasrohr. Hat eigentlich auch keiner. Doch, habe ich bei vielen schon gesehen. Sprechen aber die wenigsten drüber. Okay. Aber es geht schnell. Und was war das jetzt für ein Gegenstand? Feuer braucht ja Sauerstoff. Immer noch das Feuerblasrohr. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, waren wir jetzt beim Lieblingsgegenstand, mein Piet. Lieblingsgegenstand. Okay. In meinem Wortschatz steht jetzt nicht das Wort Blasen drin, aber es ist ein Wasserfilter. Ich werde öfters mal ausgelacht von jemandem aus Bayern. Ich weiß gar nicht warum. Weil der besteht irgendwie immer auf Aktivkohlefilter. Ja. Dieser Filter hat einen Keramikfilter, man kann ihn auch reinigen. Das Gute ist, hierbei kann ich alles aufschrauben, selber sauber machen, Keramik schleifen, also der hält einiges aus. Und das Gute ist, es gibt ja mittlerweile vieles, ein Adapter. So, und jetzt kommt halt das Coole. Ich habe nicht nur einen sehr guten Filter, der dann halt durch Keramik filtert und hier ist Aktivkohle drin, ne? Sondern auch noch durch Aktivkohle geht. So, und das war falsch rum. Und so kann ich ganz einfach das in die Flasche pumpen, ohne die jetzt festzuhalten. Und passt auch auf verschiedene Flaschensysteme, weil, wie ich sehe, sind da Übergänge. Also passt es auf die Weithalsflaschen ja fast immer. Ja, genau, der hat halt viele Funktionen. Ja, und das Gute ist halt, ich muss es noch ausprobieren, aber ich glaube, hinlegen, nee, lieber nicht. Auf jeden Fall, das ist so ein Kombi-Ding, das finde ich richtig gut. Und wie gesagt, den würde ich jetzt auch nicht zu Hause lassen, weil Wasserfilter für die Tour brauchst du ja immer. Weil ohne Wasser, ne, wissen wir alle, baust du ab und ist schlecht zum Überleben. Ohne Wasser auf der Tour ist schlecht zum Überleben. Und einfach so irgendwo was abkochen kann man auch, ja, habe ich mal gemacht. Aber das Risiko ist halt immer zu groß, krank zu werden. Und deswegen ist mein Lieblingsgegenstand eigentlich ein Wasserfilter, weil damit fühle ich mich echt sicher auf der Tour. Immer dabei. Auch hier immer. Ja, hervorragend. Dann wurde gefragt nach dem teuersten Gegenstand in der Ausrüstung. Ich habe ihn nicht dabei. Och. Es ist mein Winterschlafsack. Wir haben keinen Winter, ja. Genau, wir haben keinen Winter, deswegen habe ich ihn nicht aus dem Kleiderschrank geholt, zusammengelegt, in den Kompressionssack gestopft. Der hängt zu Hause, aber wie gesagt, mein teuerster Gegenstand ist zurzeit der Schlafsack. Und naja, was ist da für ein Schlafsack? Ach so, ja. Die Marke, vielleicht? Oh, Marke kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Habe ich nicht drauf geachtet. Ist, sag mal schnell. Kunstfaser, wollte ich gerade sagen. Also nichts mit Daune und Co. Ach so. Ist so ein Temperaturbereich bis minus 10. Ich habe bei minus 14 schon mitgeschlafen. Unterste Grenze. Oh. Aber ich bin ja auch nicht so der. Dafür gibt es ja noch andere schöne Sachen, die man mitnehmen kann, wenn man meint, man braucht ein bisschen mehr Wärme. Ja, den habe ich aber jetzt nicht als teuersten Gegenstand. Da liebäugel ich noch mit, habe ich aber auch nicht. Also es gibt irgendwann noch mal einen schönen Biwaksack. Der wird dann tatsächlich mal richtig Geld kosten. Aber das ist auch eine Investition, die mache ich einmal im Leben. Aber wie gesagt, zurzeit ist mein Schlafsack das teuerste. Nicht ein Auto? Outdoor-Gegenstand. Auto fährt draußen, nein, Spaß. Okay. Er macht mich wieder fertig heute. Also, mein teuerster. Dein teuerster Gegenstand. Ich kann es ja nicht verleugnen, weil ich wollte ja eigentlich meinen Biwaksack nehmen, aber der hier kostet natürlich ein bisschen mehr. So, und dann habe ich gedacht, dann zeige ich den mal.
Ja, ein Rucksack. Wie soll es auch anders sein? Rucksäcke, Schlafsäcke und Zelte sind die teuersten Gegenstände im Autobereich, die man mitführt. So, den Preis will ich am liebsten gar nicht sagen. Oh, da ist mein Logo drauf. Also nicht mein Logo, aber meine Einheit. Also ehemalige, gibt's ja nicht mehr. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, es ist ein Rucksack. Es ist ein Rucksack, definitiv. Und ein Geld gekostet. Ja, okay, so um die 600, ne? Man muss die Preise nicht nennen. Ja, aber es ist halt, manches ist halt teuer. Ja. So, und nein, der hat kein Internet. Ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich den vielleicht irgendwann mal loswerde. Weil ich habe ja, ich mag nicht mehr so viele Sachen mitnehmen. Da passt eine Menge rein. Und das verführt natürlich auch jemanden dazu, immer mehr einzupacken. Und dann bist du auf eine Tour und dann denkst du nach einer halben Stunde, ja, also hier würde ich jetzt campen. Ich kann nicht weiter. Und das ist halt das Problem. Je größer ein Rucksack ist und du mitführen kannst, desto mehr packst du natürlich ein. Ja, und dann kommst du mal schnell auf 30 Kilo. Ja. Willst du ja aber gar nicht. Nee, will man gar nicht. Genau. Will man eigentlich gar nicht. So, und dann überlege ich mir, dann ist mein teuerster Gegenstand doch irgendwann doch nur der Biwaksack, den ich habe. Ja. Genau. Gehen in mehrere Richtungen. Dann wurde gefragt nach dem meistbenutzten Gegenstand. Mein meistbenutzter Gegenstand ist nicht nur auf Outdoor-Touren dabei. Outdoor-Touren. Können wir rausschneiden. Mein meistgenutzter Gegenstand. Immer nur mit deinen Outtakes. So, mein meistgenutzter Gegenstand. Jetzt geht's los. Der täglich dabei ist, weil er zu meinem EDC gehört. Gar keine Frage. Mein Opinel. Tatsächlich, ich liebe diesen einfachen, süßen Schinken. Zum Schnitzen, zum Schneiden. Er ist schön rau, Feuerstahl. Wie ihr seht, im Moment auch nicht geputzt, nicht schön gepflegt. Das gibt sich wieder, ne? Irgendwann ist das Wochenende vorbei, wird alles wieder sauber gemacht. Aber das ist tatsächlich der Gegenstand, den ich am meisten benutze. Sowohl draußen im Wald, als auch, wie gesagt, jeden Tag unterwegs. Das Opinel ist immer dabei. Bin halt ein bisschen messerlastig manchmal, aber kostet wenig, kann viel ab und ist ein treuer Begleiter. Mein Opinel. Mein meistgenutzter Gegenstand. Muss ich jetzt Werbung einblenden, weil wir die Markennamen sagen? Wenn die Leute ja sehen am Anfang des Videos. Aber gut, dass wir nochmal drüber gesprochen. Ja. Wie immer billige Eigenwerbung. Ja, genau. Ich habe ja auch hier die Marke genannt. Weil irgendwo müssen wir ja wissen, was wir hier vorstellen, weil Produkte haben halt Namen. Sonst können die das ja nicht finden. Oder falls sie das haben wollen. Ne? So, wir waren beim... Pete, dein liebster Gegenstand. Damals waren es Kartenspiele. Aber da ich das eigentlich gar nicht mehr mache... Outdoor-Gegenstand? ist dieser Kocher hier. Uiuiui. Auf jeden Fall, natürlich Kocher, Gas... Der kann auch andere Sachen. Der ist auch so Multifuel, sagt man, ne? So heißt er vom Primus. Omni-Light. Es gibt ja Omni-Fuel und Omni-Light. Das ist der Omni-Light. Der ist sehr leise, der hat einen Adapter drauf. Und mit dem koche ich gerne auf der Arbeit immer meinen Kaffee. Ich hätte beinahe was anderes gesagt, aber Kaffee. Ja, was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall, er ist sehr leise. Und das Wasser kocht innerhalb von 1,5 bis 2 Minuten. Wenn man jetzt nur für 2 Personen Kaffee machen will. Also schnell und was sparend, ruckzuck. Sparend, leicht. Du redest ja vom halben Liter Wasser. Von daher ist es ja eine ganze Menge für schnell heiß. Ja, ich benutze das und weiß immer nicht, was ich darüber sagen soll. Ja, dein meistgenutzter Gegenstand. Ja. Es gab es mal auf der Arbeit 1 Monat lang nur Kaffee bei mir. Und da war der 1 Monat lang im Praxistest. Und mit Gas, muss ich sagen, verstopft der nicht. Ich hatte das Problem immer mit Reinbenzin. Konnte ich ihn irgendwie alle 3 Tage sauber machen. Und das hat keinen Spaß gemacht. Und deswegen bin ich umgestiegen auch auf Gas. Der eine oder andere hat es ja schon gesehen, dass ich öfters mal Gas benutze. Ja. Ja, das waren jetzt die Gegenstände. Genau. Man soll ja am Ende des Videos andere benennen, die dann darüber auch ein Video machen. So entsteht ja eine Challenge. Achso, nee, ich dachte, das machen wir nicht. Genau, wir lassen das genauso offen wie Evelyn. Nochmal schönen Dank, ein Topf im Wald, schöner Kanal, wenn es ums Essen geht. Ansonsten liebe Grüße an deinen Mann, Ben, ein Mann im Wald, mal aus Norddeutschland.
Übrigens, Ben, kleiner Spoiler, schön, dass du mal in Cuxhaven warst, im Wernerwald. Meine Heimat, bin ich aufgewachsen. Machen wir gerade Schleichwerbung? Wie gesagt, wir machen Schleichwerbung. Immer. Billige Eigenwerbung. Dann grüße ich hier in diesem Video Fritz Meinecke. Nein, alles gut. Hatten wir über Lauch gesprochen? Oh, das darfst du nicht. Nein, so, Spaß beiseite. Wie gesagt, wir halten es offen. Jeder, der gerne möchte, zeigt mal euer Gier, macht es gerne. Wir haben es vorgegeben, nachlesen kann man sonst den Text bei Evelyn oder wir schreiben ihn nochmal in die Videobeschreibung rein. Ja, von daher würde ich sagen, mir hat Spaß gemacht. Ja, mir natürlich auch. Das ist mal wieder ein Video nach Wochen Drehzeit hier, was abgefrühstückt wird. Ich habe noch viele Projekte vor in Zukunft. Ja, jetzt ist Mike dabei, hilft mir auch, weil jetzt geht es erstmal wieder richtig rund in allen Bereichen, die ich jetzt vorhabe. Das war jetzt mal wieder so eine spontane Idee und fand ich ganz cool. Deswegen haben wir das Video jetzt erstmal gemacht. Jo. Und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Jo. Somit haben wir dann auch mal eine Challenge gemacht. Ja, das mache ich jetzt nicht so, aber... Nee. Können wir woanders, ne? Ja, so. Fertig. So ohne Expression, okay. Nochmal. Fertig, wie langweilig. Hol das ja, Bier ne? raus. Wollen wir mit Bier trinken? Nee. Nee, wir wollen noch aktiv arbeiten. Gut, ja. Dann machen wir hier Cut. Hat uns gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis demnächst. Gut, hol das Bier raus. Jo.